Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, Anastasia haben wir hier im letzten Part erledigt. Und auch eine Höhle in der Weeping Peninsula haben wir erledigt. Und wie schauen wir denn hier aus? Weisheit 31. Gut, ich würde mal vorschlagen, wir machen weiter mit Castle Stormvale. Da sollten wir jetzt mittlerweile auf jeden Fall stark genug sein. Vielleicht nicht im Nahkampf unbedingt, aber im Fernkampf. Und mit Magie sind wir auf jeden Fall stark genug. Ist auch daneben, ne? Ich habe gesehen, wir können einen besseren Schild nehmen. Oder auch nicht. Brauchen wir mehr Stärke. Verdammt. Schon. Den hat sogar ein Treffer gereicht. So, und damit auf zum ersten Story-Boss. Also, da kann ich nicht reinreiten natürlich. Ich nehme mal an, wir können einen besseren Helm nicht auch noch nehmen. Nein, natürlich nicht. Roger, komm mit.
In search of the Elden Ring. Margit. Emboldened by the flame of ambition. Interessant. Sollte eigentlich zweimal gehen. Interessant. Roger ist auch schon fast erledigt. Leg dich mit jemandem deiner Größe an. Geh weg, Roger! Ha! Yes! First try! Ersten Story-Boss erledigt. Einen, der wahnsinnig schwer ist. Weil der einfach so komische Timings hat mit seinen Angriffen. Er wartet dann immer so lange. Und jetzt ab nach Castle Stormvale. Wenn wir hier noch eine Side of Grace gemacht haben. You there? Yeah. Come over here, would you? You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Nö, das Haupttor. Fair enough. You certainly don't have to trust me. Well, if you must go through the gates, I'll signal them to open. But of course, I'd advise against it. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, hier das zu öffnen. Später geht es, glaube ich, nicht mehr, aber wir gehen halt trotzdem hier lang, natürlich. Also, wir gehen natürlich nicht durchs Main Gate, das wäre Selbstmord. Das wäre nicht sonderlich schlau.
tief hinunter. Aber da unten gibt es auch was zu holen. Mann, dass die Reichweite immer so gering ist. Da ist der Anfang, Chapel of Anticipation. Auch dort können wir nochmal hin, um uns zu rächen. Hä? Ah ja, da oben ist jetzt so noch einer. Erst, warum? Ich sollte den Fokus verloren. Hier. Okay, da oben sitzt keiner, wie es ausschaut. Boden. Oh, haben wir eigentlich schon... Ne, haben wir nicht. Nicht genug Runen. Der Gegner hier noch so wenig geben. Also richtig reinschleichen kann man sich halt hier nicht, ne? Ha! Doch! Ich hab's geschafft, dass er keinen Alarm geschlagen hat. So wenig Damage, dass wir nicht mal die mit einem Schlag killen können. Ah ja, da unten ist auch noch einer, den wir uns holen können. Gibt es da noch eine neue Waffenkategorie? Oh, und was ganz wichtig, was ich vergessen habe. Oh, ungefähr bin ich nicht mal gekillt. Wir haben einen neuen Talisman-Slot. Das heißt, wir können zum Beispiel den hier nehmen, der was uns dann konstant heilt immer. Langsam auch. Oh, und wir sind zu schwer. Toll. Wir sind so schwach, wir können nicht einmal einen zweiten Talisman tragen. Müssen wir da hier ins Zurückgehen. So, und hier müssen wir eh aufpassen. Hey! Also. Das ist ein Katrinas Pfeil.
So, da sind wir vorher reinkommen, den haben wir eh schon erledigt hier oben. Also da geht's nicht weiter. Stimmt, da ist eine Leiter. Da ist noch so ein Penner. Ganz besonders blöder Teil. Haben wir irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Mal schauen. Doch. Wurfdolche. So, aber unbedingt noch ein Level up. Was aber gerade nicht ausgeht. Shit. Die bringen ja auch nichts. Vorsicht. Yay, da haben wir nochmal eine Runde. Schön. Das Ganze nochmal. Weil jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir da jetzt dann unter Umständen mal drauf gehen, jetzt ist groß. Mehr Kondition vielleicht. Hilft ja auch, dass wir mehr Ausdauer bekommen. Ah, kann man auch den nehmen. Aber das natürlich nicht. Ups. Auch gut. So, rush mir jetzt aber ein bisschen mehr durch. Bürgerschuhe. Nicht besser sein. Nee, nichts hier ist besser. Dieser Typ vom Anfang vom Schloss, der heißt Gostok und der lockt uns hier nämlich in eine Falle. Hier in der Falle lockern. Das ist nämlich hier einen ziemlich heftigen Gegner. Das gibt's nicht.
Was? Ich bin doch ausgewichen. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin ausgewichen. Und genau deswegen mussten wir unsere Runen ausgeben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf dem Weg dorthin draufgehen, ist jetzt nicht so gering. Muss man ehrlich sagen. Ja, es war auch blöd, dass ich da 2-3 Treffer hintereinander eingesteckt habe. Das hätte nicht sein müssen. Gut, aber der Part ist jetzt eh zu Ende, Freunde. Ich bedanke mich dafür fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.